So. Ja. Wie gesagt, ich finde es irgendwie ein bisschen komisch. Also ich befolge ja gerade der Story, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir keine wirklichen Abzweigungen für Doubloons sind. Und du kriegst ja auch nicht wirklich Doubloons. Ich habe jetzt gerade 0. Quallenfelder im Wilden Westen. Hm. Ich finde übrigens das hier das Dings da cool. Hier sind 2. Ich habe aktuell 0 oder was? Ich weiß es nicht. Wurde das automatisch freigeschaltet und deswegen habe ich keine mehr. Und jetzt muss ich 4 sammeln. So, dass man letzten Endes dann hier auf ne, alle braucht. Also dann 6. 16. 20. Ja, keine Ahnung. Kann sein, dass das so ist. Aber ich weiß es natürlich nicht. Wobei es ein bisschen viel werden, oder? Oh nein. Oh nein. Natürlich, klar. Ups. Boah, sind das unangenehme Geräusche gerade, Leute. Das tut mir echt voll sorry. Das tut mir. Ja, ich finde ein bisschen doof, dass es natürlich ein bisschen nicht die geilste Soundqualität teilweise ist. Aber so ist es manchmal. So ist das leider manchmal. Vielleicht ist es für euch auch anders. Vielleicht ist es für euch gar nicht. Denkst du, ich könnte ja mal in die. Könnte ich halt nach. Theoretisch nachgucken selber oder auch nicht. Aber weil ich höre das ja quasi über mein Dings. Ne? Ich höre das ja ein bisschen anders quasi. Vielleicht ist das ja. Hui! So. Wir haben den Cactus Juice. Könnte ich den nicht runterkicken jetzt einfach? Das wäre auch schön. So. Boing. Ist das ein unendlicher Zug? Ja, es ist ein unendlicher Zug. Also eine unendliche Fahrt. Weil ich wahrscheinlich, weil ich davon ausgehen würde, dass die Dinger, dass der Zug selber sich gar nicht bewegt, sondern die Welt um einen herum. Weil es einfacher ist, das so zu machen, dass quasi der Zug sich nicht bewegt. Aber alles andere. Oh no. Rein programmiertechnisch. Beziehungsweise so, na, also so ist es halt. Also ist, würde ich mal so vermuten, dass man dann hier so einzelne Bereiche hat, die quasi immer sich wiederholen. Das wird sich ja hier definitiv irgendwie wiederholen. Und das wird einfach nur immer nach da vorne rangesetzt und dann quasi hier nach hinten weg und dann wird es da wieder entfernt sozusagen und dann wird es wieder nach vorne rangesetzt. Weil irgendwann würde halt dieser Zug halt natürlich ins Nichts fahren, wenn man unendlich lange stehen bleiben würde. Wenn man davon ausgehen würde, dass es sich nach vorne bewegt. Beziehungsweise man hätte von Hand so unfassbar lang das Ding machen müssen, dass es halt Quatsch ist. Kann natürlich auch sein, dass sie es anders gemacht haben, aber so würde ich es machen. So ein bisschen in einem kleinen Tutorial-Level, ne, Tutorial nicht, also in einem kleinen Endless Runner-Projekt gemacht. Gehabt. Für ein Handy. Upsi. So, da war's? Nein. Und ganz wichtig, man muss die ganzen Sachen natürlich auch hinten wieder entfernen. Und nicht spawnen. Also, beziehungsweise das war bei Unity, habe ich es gemacht. Musste man es halt. Was ist denn hier? Kann ich hier was machen? Hm.
Geht nicht, schade. Platsch. So. Okay, da kann ich natürlich nicht so gut rüber. Sehr laut, muss ich sagen, zum Teil. Die Musik ist teilweise sehr laut. Vielleicht mache ich die gleich mal ein bisschen leiser. Klar, das mache ich sogar jetzt. Weil ich finde, die ist okay, aber sie ist halt wirklich echt laut ein bisschen da. So. Machen wir so, dann haben wir nämlich... Hallo. Der Kreisbutton, der ist ein bisschen... Ich weiß nicht, ob er dirty ist oder was. I don't know. So. Fühlt sich ein bisschen komisch an gerade. Dreieck auch ein bisschen. Vielleicht habe ich da irgendwann mal mit Spackshänden oder so. Ne, Spacksinn-Schrauben. Sparkigen Händen oder sowas. Oder irgendwelchen. Huh? Ah, okay, cool. Oh. Dahinter. So. Gut, hups. Wo gehst du denn hin? So. Ein Kaktus auf dem Dach. Auch gut. Gut. Ich hoffe für euch, dass die... ich hoffe, die Musik ist jetzt okay. Ich fand die eben halt sehr laut, muss ich sagen. Sie sind vielleicht ein Ticken leise, aber ich finde sie okay, eigentlich. Batsch, batsch. Ups. Und batsch. So. Noch ein Button. Button. Dein Klamauter, mein SpongeBob. Ich weiß, du meinst es gut, aber du musst mich bleiben lassen. Bitte. Du bist verhaftet, rundhändiger Räuber. Wie gesagt, SpongeBob, du musst mich zurückbringen. Bitte! Diese Weichschale überlebt keinen Tag im Knast. Sorry, Sheriff, aber den nehme ich mit. Ich sollte echt weniger Kaktussaft im Dienst trinken. Alles klar. Die Frage ist, woher wussten wir, dass Mr. Krabs da drin ist und Sandy und Mrs. Puff quasi, die beiden, dass wir die nicht holen müssen? Weißt du? Das verstehe ich. Das ist... Hm. Oder weil das in der Nähe der großen Krabbe ist, oder wie? Ich weiß es nicht genau. Oh, Mignon. Das war eine wertvolle Lektion. Was ist das? Dass es nicht nur ums Geld geht? Was? Nein, nein. Oh, aber keinesfalls. Es geht nur ums Geld. Aber ich habe gelernt, dass mein Mitarbeiter des Monats unbezahlbar ist. Ich bin hier, um zu helfen, Mr. Krabs. Wir werden Perla und die große Krabbe finden und sie im Eiltempo zurückbringen. Guter Junge. Und jetzt Abmarsch. Mit deinen neuen Reitfähigkeiten kommst du jetzt bestimmt schneller von A nach B. Wir müssen immer noch eine Menge Freunde zurückholen, Patrick. Reiten wir los! Auf, alles klar. Lerne Reisenkarte. Mit der Karte kannst du an jedem Checkpoint der Wunschwelten zurückkehren. Die Karte ist jederzeit über das Pause-Menü verfügbar. Nutze die Karte, um Welten erneut zu besuchen, Nebenmissionen abzuschließen und goldene Dublonen zu finden. Über die Karte können auch Bosskämpfe erneut gespielt werden, wenn du die Geschichte einmal abgeschlossen hast. Okay. Wir sollten Cassandra fragen, wo wir unsere Freunde sonst finden können. Hätte sie das alles durchgeplant. Richtig, also wer hat das geplant? So, hier sind Dublonen. Qualenfelder im Wilden Westen. Da sind auch theoretisch Dublonen. Wir können aber mal hier uns... Wir gehen mal zu SpongeBob the Ananas. Vielleicht haben wir hier irgendwo... Irgendwo... Möglicherweise noch einen... Ein Dublönchen. Weil hier sollen ja auch 8 Stück oder so sein. Hm, aber irgendwie sehe ich hier keine. Vielleicht kommt da auch noch irgendwas, aber derzeit ist es sehr... Ja. Ja, gut. Aber wie viel, wie dem auch sei. So viel erstmal zu dem. Hier ist ein Pferd.
ein Seepferdchen. Was uns natürlich auch wieder sehr freut. Hier haben wir auf jeden Fall auch eine Welt. Endlich kann ich von meinem schwarzen Gürtel Gebrauch machen. Und ich habe ihn die ganze Zeit als Schal benutzt. Okay. Das ist irgendeine andere Welt. Wir müssen ja wahrscheinlich die Kostüme hier nutzen, ne? Gehe ich mal von aus. Sie hat ja was erzählt von wegen, ja, Dings und Bums und überhaupt. Das ist Kampagnen, was hab, nee, hä? Kampagne 2, 3, 4, ich verstehe das nicht so ganz. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es so viele Level gibt, bin ich ehrlich. Also, es wäre jetzt, also hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, das würde vielleicht noch hinhauen, wenn ich sagen, ne, war das auch so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das sind dann 7, vielleicht noch hier und da 1, 2, es kann auch sein, dass hier vielleicht noch Sachen dazukommen, aber das hier dazu, das sind einfach nur random irgendwelche, oder wie, ich weiß es nicht. Ja, gut. Was passiert hier? Oh nein. Oh nein. Es ist tot. Basically. Na gut. So. Dann machen wir einfach hier rüber. Gehen nochmal zu Cassandra. Lass uns nochmal ein bisschen bequatschen. Guck mal, das ist Mr. Krabs Haus. So. Oh, warte, hier kann man durchdötzen. Hallo, Cassandra. Wir gehen nochmal zu dir. SpongeBob, ich brauche deine Hilfe. Sheldon ist zu stolz, um dich zu fragen. Aber dein Missgeschick hat den Abfalleimer umgestoßen und du musst ihn wieder aufstellen. Wir haben bereits ein akribisch durchdachtes Gerüst aufgestellt, aber Sheldon hat seine, zarte Natur nicht mit eingerechnet. Entschuldigung vielmals. Es gibt wichtigere Dinge als umgekippte Mülltonnen. Es ist keine Mülltonne, sondern ein Eimer. Und er ist Bikini Bottoms einziges Restaurant. Ich kann mir vorstellen, dass alle aus einem Abfalleimer essen wollen, aber das Schicksal des gesamten Universums steht gerade auf dem Spiel. Ach was, das Universum kann warten, bis wir einem Freund in Not geholfen haben. So sieht's aus. Genau. Ja, also, Polyschool. Ja, ich ich bin noch ein bisschen überfragt. Es wird sich alles sicherlich klären. Wir werden hier weitermachen, sobald, muss ich hier speichern? Da speichern. Okay, hier gibt es einfach automatisch. Machen wir mal einen neuen Spielstand. So, das ist nämlich der geplante. Wir machen noch einen. Wir machen immer zwei. So wie bei God of War auch, dass wir halt entsprechend, ne, wenn irgendwas kacke ist, dann können wir den anderen nehmen. Dann machen wir mal den, dann den, dann den, dann den und immer abwechseln. Na, so ist das normal. So. Die Autosaves hier hinten, die sind erstmal nicht egal. So. Gut. Ja, aber grundsätzlich. Erster Eindruck vom Spiel, ja, ist okay. Oder, ist besser, mehr als okay. Ist gut. Macht Spaß. Ich bin auch ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen überfordert, ein bisschen überfragt. Ich habe keine Ahnung, was hier noch abgeht und so. Ich bin da sehr, ja, bin gespannt, was noch kommt, wie das mit den ganzen Kostümen überhaupt ist. Ob irgendwie die Kostüme, ob jedes Kostüm wirklich für eine Welt steht, glaube ich nicht, aber gut. Oder was diese anderen Kostüme unten bringen, die ich durch die Diplonen freigeschaltet bekomme. Was ich alles überhaupt noch freischalten kann und oh, ja, ich muss mich hier erstmal reinfinden. Wie gesagt, alles ein bisschen wild, deutlich, ich weiß nicht, komplexer vielleicht nicht, aber deutlich, wie ich finde, deutlich ein bisschen unstrukturierter als Battle for Bikini Bottom, aber okay, SpongeBob.
Okay. Ja. Wie gesagt, für mich, es fühlt sich ein bisschen unstrukturierter an als Battle for Bikini Bottom. Bisschen überwältigender so und ja, keine Ahnung, auch nicht wirklich sehr erklärend, habe ich das Gefühl. So. Vor allem, weil du so viele Sachen zu sammeln hast. Es gibt halt aber die Dublonen, es gibt das Glibber, es gibt irgendwelche Kostüme und. Also ja, wir werden sehen, was uns da noch erwartet. Und zwar in der nächsten Aufnahme. Ich hoffe natürlich wie immer, dass es euch gefallen hat. Mal wieder bei einem Spongebob-Spiel und dass ihr mir bei diesem Abenteuer beistehen werdet. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, ich bedanke mich dann wie immer bei euch fürs Zuschauen und hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat. Wir sehen uns dann hoffentlich bei der nächsten Aufnahme in der nächsten Folge wieder. Also hoffentlich am nächsten Tage, also wenn diese Folge rauskommt, dann morgen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und Tschaußen.